Planet der Muck von Clark Dalton. Ein Gedanke hat viele Jahrtausende hindurch die Wege der Menschheit bestimmt. Ihm verdanken sie ihre Götter und Teufel, ihre Schicksale und ihre Grenzen, mit denen sich die Nationen voneinander trennten. Dieser eine Gedanke besagt, wir Menschen sind die einzigen Intelligenzen des Universums. Wir sind alleine im All. Alleine im All. Wenn du eine Sonne unter einer Million Sonnenplaneten besäße und wiederum jeder millionste Planet die günstigste Position der Erde zu ihrem Stern innehätte, so gäbe es allein in unserer Milchstraße 1 Million Erden, auf denen sich Leben in unserem Sinne hätte entwickeln können. Das Universum aber hat viele Millionen Milchstraßen, vielleicht sogar Milliarden. Der Gedanke, der Mensch könne im Universum allein sein, ist also der lächerlichste, egoistischste und engstirnigste Gedanke, den das menschlichste Gehirn jemals hervorgebracht hat. Wie viele von uns denken ihn noch heute? Er streckte seine 6 Glieder und schlug die Augen auf. Als draußen die Sonne über den Horizont stieg und ihre heißen Strahlen auf den vertrockneten Kontinent sandte, flammten automatisch die künstlichen Beleuchtungskörper auf und ließen sich auch in der unterirdischen Stadt Tag werden. Brahl blinzelte in das Licht und überlegte, wie das Wetter wohl werden würde. Er streckte sich noch einmal und ließ die Beine aus dem Bett leiten. Es war warm in dem kleinen Raum, der ihm allein gehörte und der sein Reich war, solange er seine Kräfte schonte und sein Können dem Staat zur Verfügung stellte. Später gab es dann immer noch die Stadt der Alten, wo er das Zimmer mit einem anderen zu teilen hatte. In der winzigen Badenische wusch er sich und unterzog seinem schimmernden Brustpanzer einer gründlichen Reinigung. Auch die feinlinigen Antennen hatten es wieder einmal nötig, eine Säuberung unterzogen zu werden. Aber dazu war am Wochenende Zeit. Vorerst klappte die Verständigung noch einwandfrei. Er ging zur Wand und drückte auf einem eingelassenen Knopf. Sofort öffnete sich eine Klappe und auf einer blank gescheuerten Platte schob sich ihm das Frühstück entgegen. Eine flache Schüssel mit einem süßlichen Nährbrei. Er setzte sich und genoss die Speise mit sichtlichem Behagen.